Danke für nichts. Wer das U23 ist sauer auf den Schiri. Dabei läuft zunächst alles nach Plan. Die grünen Bremer sind die bessere Mannschaft. Die Führung nach gut einer halben Stunde durch Ole Kuiper. Doch dann sorgt Schiedsrichter Bastian Börner für Aufregung. Nach diesem Zweikampf zeigt er auf den Punkt. Der Elfer für Halle umstritten. Torwart Erik Oehlschlägel chancenlos 1:1. Am entscheidenden Gegentreffer ist Werder am Ende selber schuld. Pfitzner mit dem Schnitzer, 89. Minute, der 2:1 Siegtreffer für Halle. Die Gäste jubeln, Werder nun seit 5 Spielen sieglos.